Mein Name ist Legion Games LP und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von den Gaming News. Viel Spaß dabei! Und somit beginnt die Jagd. Sony plant in Zukunft Trophäen für PlayStation 1 und 2 Spiele anzubieten. Ein Patch sorgt schon bald dafür, dass euch die Trophäenjagd packt und niemals loslässt. Ältere PlayStation 3 Spiele haben ebenfalls das Glück, sich als Trophy Games zu präsentieren. Lara Croft lässt grüßen. Seit circa 3 Wochen dürfen sich Gamer ins Abenteuer mit unserer Busenfreundin Lara stürzen. Aber das ist noch nicht alles. Square Enix hat sich die Marke Lara Croft Reflection schützen lassen, weswegen wir uns womöglich schon bald wieder auf in neue Katakomben machen dürfen. Schaurige, geisterhafte Krieger. Sniper Ghost Warrior 2 wird kein Verstümmelungs-DLC erhalten. Der Grund ist nicht bekannt, aber ich kann mir gut denken, dass man der USK-Kontrolle auf sicherer Weise begegnen wollte. Ja, wir Deutschen, wir sind schon kleine Pussys. Aber naja, wer braucht schon verstümmelte Menschen? Ich nicht. Der Rätselspaß kann beginnen. Sega kündigt ein neues Spiel an. Nichts ist verraten, außer das Datum. Was steckt dahinter? Das Raten kann beginnen. Borderlands, ein Film. Die Academy of Art hat die Erlaubnis bekommen, einen Animationsfilm für Borderlands zu produzieren. Im Sommer fängt die Produktion an. Motivation ist ein Praktikum bei 2K. Das Gewinnerteam darf sich auf jeden Fall herzlich freuen. Nintendo Wii U Deus Ex Human Revolutions im Director's Cut Gewand soll laut Amazon am 7. Mai in den USA erscheinen. Das Spiel wird sich den Fähigkeiten der Wii U widmen und diese nutzen. Hacken mit dem Tablet, kein Problem. Ja, und so schnell kann es gehen. Wir sind am Ende der Gaming News angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Kommentieren und bewerten nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Legion Games LP, nur für euch. Ciao, Leute.